Wir freuen uns heute auf unsere wunderbaren Gäste. Es sind Andreas und Susanne Vogel von RTF Restoring the Foundations. Wunderbare Leute, die Juan und ich diesen Sommer kennenlernen durften. Sie haben mit uns selben Dienst gemacht und für Juan und mich war das ein persönlicher Befreiungsschlag in vieler Hinsicht. Und ich war selber erstaunt, was eigentlich alles möglich ist, wenn man ein bisschen aufräumt und mal ein bisschen genauer hinschaut. Und ich habe eine ganz neue persönliche Freiheit erlebt. Und viele sind von euch vielleicht ein bisschen skeptisch, wenn man über Befreiungsdienst redet. Aber was ich an euch schätze, Andreas und Susanne, ihr seid Leute, die wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, aber trotzdem das Herz im Himmel habt. Und ich freue mich, dass wir von Ihnen heute hören dürfen. Wir werden einen Input hören von ungefähr 15 Minuten. Nachher werden wir ein Interview führen. Und was ihr eben die Möglichkeit habt, während diesem Interview, ihr dürft per Slido Fragen stellen und die werden wir dann auch aufgreifen und zusammen dann im Interview aufnehmen. Und jetzt bitte ich euch, dass ihr einen großen Applaus gebt für Andreas und Susanne Vogel. Ganz herzlichen Dank, Dan, ganz herzlichen Dank an die Leiter, die jetzt per Zoom zugucken, für die Einladung. Es ist uns eine große Ehre, wieder mal auf der Bühne zu stehen. Wir sind das letzte Mal in 2016, glaube ich, haben wir gepredigt und hatten eine lange Pause, auch persönlich unsere Sachen, also meine Sachen vor allem aufzuräumen. Ich hatte eine ziemlich krasse Vergangenheit entdeckt bei mir und das brauchte etwas Zeit. Aber heute sind wir hier und wir freuen uns total, einfach diese Predigtreihe mit euch zu starten. Susanne ist heute Jesus. Sie verkörpert Jesus. Ihr wisst ja, dass Jesus in uns lebt. Er ist um uns herum, wir sind in ihm drin. Und Jesus ist bei mir. Jesus ist auch bei dir. Dort, wo du bist, ist Jesus bei dir. Und er möchte an dir wirken, er möchte heute zu dir sprechen. Und wenn ich etwas verzückt bin, dann ist es meine Frau natürlich auch. Meine Tochter ist zu Hause, die verzückt mich manchmal auch, die ist wirklich super, sie ist 15. Und manchmal brauche ich einfach wieder einen Moment, mich zu erden und dann gucke ich vielleicht auf Jesus. Und dann weiß ich, dass ich geliebt bin und dann weiß ich, dass alles okay ist. Das Ding ist ja, ich weiß nicht, wie es steht mit dir, was du denkst über das Böse. Gibt es das wirklich? Vielleicht fragst du dich. Vielleicht fragst du dich auch, was ist mit Dämonen? Gibt es die wirklich? Ist das nicht überholt? Nun, der Titel dieser Predigtserie heißt Vom Bösen beeinflusst, Punkt. Es ist einfach so. Weil was am Anfang passiert ist, im Garten Eden, nicht Gethsemane, im Garten Eden, da waren Adam und Eva mit Gott. Und irgend so ein komisches Vieh, es hieß die Schlange, die kroch erst nachher dann am Boden, die hatte gesagt, hey, dieser Gott, dieser Jesus, Jesus war ja vor der Schöpfung der Welt schon da, also dieser Gott, der ist nicht so gut, wie du denkst. Du kannst ihm nicht so wirklich vertrauen, der behält dir sicher irgendetwas vor. Und dann haben sie sich entschieden, also wir wollen doch das irgendwie alleine managen. Und von dem zehren wir heute noch oder leiden wir immer noch. Was passiert ist, es kam eine Scham auf sie. Ich bin nicht okay. Wow, ich bin nicht okay. Und wenn das jemand rausfindet, meine Güte, ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken und ich mache noch ein paar Feigenblätter hin, dass es ja niemand rausfindet und irgendwie funktioniert es nicht. Ob dieses Feigenblatt jetzt Perfektionismus ist, dass dir niemand den Karren fahren kann oder Rückzug, dann versteckst du dich und nachher bist du einsam. Oder was auch immer du versuchst, du bist vielleicht der große Macher und voll aggro drauf und alles ist eigentlich ein Feigenblatt und die Scham bleibt, irgendetwas ist nicht okay. Und wenn wir diese Hand wieder nehmen, dann wissen wir, wer wir sind, weil Gott hat ein Loch in unser Herz gemacht, ein Stück weit, das nur er füllen kann.
Wir sind von ihm gemacht. Sein Geist ist in uns. Und wenn du diese Hand losgelassen hast, dann ermutige ich dich, sie jetzt zu ergreifen. Vielleicht hast du sie noch nie ergriffen, aber dein Geist kommt genauso von Gott und du hast eine Verbindung. Du musst nur wieder die Hand einschlagen und sagen, sei mein Herr, sei mein Erlöser, sei mein Freund. Vielleicht hast du auch Teilbereiche in deinem Leben, wo du die Hand losgelassen hast. Greif wieder zu und guck diesem Jesus in die Augen und du wirst sehen, wie er sagt, schön, dass du hier bist, ich liebe dich. Aber jetzt möchten wir weitergehen. Es geht um das Böse heute etwas, wie sind wir denn vom Bösen beeinflusst? Die Evangelien sind voll davon, von Berichten über Dämonen. Hast du das gemerkt? Die Evangelien sind ja die Erzählungen von Jesus, die ersten vier Bücher im Neuen Testament. Und besonders in Lukas Evangelium ist ganz frappant, wie Sünde, Dämonen und Krankheiten immer zusammen wieder vorkommen. Also irgendwas hängt da zusammen. Wenn Jesus jemand geheilt hat, hat er gesagt, hey, sündige nicht mehr. Ich möchte damit nicht sagen, dass du Sünde hast in deinem Leben, wenn du krank bist, sondern ich möchte sagen, suche Jesus und frage, was wirklich Sache ist. Wir sind nicht hier, einander zu richten, aber wir haben gemerkt, wenn Menschen sich aufmachen und Jesus fragen, dann geht er mit ihnen ein Prozess. Vielleicht ist nicht immer die Heilung das Erste, aber Jesus ist da und wir können auch mittendrin von guten Mächten wunderbar geborgen sein. Jesus forderte ja seine Glaubensgeschwister oder forderte seine Jünger auf, ihre Glaubensgeschwistern zu dienen. Die Juden, heute sind wir Glaubensgeschwister, die wir hier miteinander versammelt sind oder per Zoom-Livestream, per Livestream dabei. Und er sagte in Matthäus 10, Vers 8, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Das gilt immer noch. Das ist nicht vorüber. Also diese Dämonen, die haben offenbar irgendwie etwas zu tun mit uns. Im hebräischen Denken sind sie fest verankert, dass sie wirken. Es ist auch in östlichen Denkrichtungen ist das fest verankert. Dämonen, das Gute, das Böse. Aber hier in unserem Breitengraden denken wir natürlich vielleicht, ja, wer ist schon Gott? Wir haben ja die Wissenschaft, es ist alles klar. Und doch ist es so, dass wir dann eigentlich denken, wenn wir denken, wir sind selber Gott, dann denken wir wie Satan. Weil er wollte das auch. Wir machen uns dann irgendwo, sind wir in seinem Bereich drin. Jetzt habe ich ein Cartoon für euch mitgebracht. Und da steht eine Türe, Versuchung. Die Türe geht gegen die Person auf. Sei das bewusst, du gehst nicht in die Versuchung rein, sondern du lässt die Versuchung zu dir herein. Und der andere sagt, hey, diese Türe würde ich nicht aufmachen, wenn ich du wäre. Was passiert, ist eigentlich, was beschrieben wird, ist der Vers in 1. Mose 4, 7, als Gott zu Kain sprach, der ja dachte, ich bringe meinen Bruder um. Der war so richtig, richtig aggro drauf, der war echt wütend, weil irgendwie hat Gott sein Opfer nicht so ganz gepasst, wie er sich das vorgestellt hat. Irgendetwas war nicht gut und bei seinem Bruder war das anders. Und dann sagte Gott zu ihm, hey, wenn du Böses planst, dann lauert die Sünde an der Tür. Die will dich zu Fall bringen, aber du sollst über sie herrschen. Und wir wissen, dass das ohne Jesus nicht geht. Wir haben den Heiligen Geist gekriegt, um über die Sünde zu herrschen. Aber wir entscheiden, die Sünde ist eine geistliche Macht. Und wir sehen das auch in Epheser 4, 27. Und gebt keinen Raum dem Teufel. Das ist ein bewohnter Raum. Eigentlich sollen wir der Tempel des Heiligen Geistes sein, aber wenn wir der Sünde nachgeben, dann haben wir die Sünde hier drin, die Sündenmacht. Es ist eine Macht, die in uns ist. Wir sagen dann eigentlich, wenn wir der Sünde nachgeben, hey, das ist ja cool, hey Dämonen, hey Satan, komm rein. Ihr könnt das Housekeeping übernehmen, ihr könnt etwas mitmachen. Und du weißt es, wenn du etwas anfängst, was nicht gut ist, dann ist es ganz schwierig, wieder rauszukommen. Und das hat mit diesen Dämonen auch zu tun. Das heißt nicht, dass sie dich beherrschen, sondern es heißt, dass sie ziemlich Druck machen und dich vielleicht bei gewissen Sachen etwas dirigieren. So wie eine Marionette. Sie haben ein bisschen Anrechte und können da an den Fäden ziehen.
In Johannes 8, 34 steht auch noch etwas Interessantes. Da sagte Jesus zu den Jüngern, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Also wenn du nicht in dem läufst, was eigentlich Gott für dich hat, was gut ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Daher geht es schon um dich selbst zu lieben, aber die Frage ist jeweils, wen stellen wir jetzt wirklich dann zuerst? Dann ist der Teufel der dein Herr. Du hast dann einen anderen Herrn gewählt. Du bist dann unter der Knute von einer anderen geistlichen Macht. Wir können das ignorieren, wir können es schön reden, wir können es verleugnen oder wir können Angst haben vor dem Bösen oder wir können vielleicht auch sagen, also ich lasse dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe. Oder die ganz krasse Version ist, ich gebe dir ein bisschen Sünde, dass du mich in Ruhe lässt. Aber alles funktioniert nicht wirklich, weil der Teufel, der spielt ja nicht fair. Wenn du ihm den kleinen Finger gibst, nimmt er die ganze Hand und den ganzen Arm. Und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das hast du vielleicht gemerkt, also ich habe das beim Rauchen gemerkt, als ich 14 war. Ich habe das mit anderen Dingen gemerkt, es wird immer schlimmer und es ist so schwierig, das rauszubringen. Aber Jesus ist dafür gestorben, dass wir das wieder rauskriegen. Befreiungsdienst, Dan hat es angesprochen, das ist etwas, was wir auch machen. Wir mögen es nicht, wenn geschrien wird. Wir mögen es nicht, wenn jemand hustet, dass er fast umkippt. Wir mögen es nicht, wenn sich übergeben wird und wir glauben auch, dass es absolut nicht notwendig ist. Wenn wir die Anrechte nehmen, die wir dem Feind gegeben haben durch Sünde und andere Sachen, auf die wir gerade reingehen werden, dann ist das eigentlich easy. Man spürt manchmal etwas, weil Dämonen können ja geistlich wahrgenommen werden, vielleicht mit einem Druck. Vielleicht bist du schon in Gegenden gekommen, in der Stadt, wo du plötzlich irgendwie merkst, oh, was ist jetzt das? Warum habe ich plötzlich so komische Gedanken? Und das ist auch der Einfluss von Dämonen, die Menschen denen gegeben haben, einfach wo eine Sünde ganz prominent ist. Dämonen sind ja böse, unsaubere Geister. Sie sind unsichtbar und eben wir nehmen sie geistlich wahr. Wir sehen sie eigentlich nicht. Wir sehen sie manchmal in den Menschen. Also vielleicht hast du das auch schon erlebt. Also ich habe das schon gesehen in Menschen drin, wo plötzlich irgendwie einfach in einem Moment das Böse aufgeblitzt ist und du hast es aus den Augen fast gesehen. Dämonen sind Satans Fußvolk. Du liest sicher ab und zu Epheser und die Waffenrüstung, die dort erwähnt wird. Und die Waffenrüstung ist ja dazu da, dass wir über den Mächten und Weltbeherrscher, dass wir denen widerstehen können. Weltbeherrscher der Finsternis heißt es dort. Also es geht dort um geistliche Mächte und die Dämonen sind Satans Fußvolk. Sie möchten verhindern, dass du und ich Jesus nachfolgen. Sie möchten verhindern, wenn wir ihm nachfolgen, dass wir sicher nicht geistlich wachsen. Und wir richten uns dann vielleicht ein und sagen, ja, das genügt doch. Also so viel ist doch genug. Aber Jesus hätte viel mehr für dich. Er möchte eigentlich so eine ganz persönliche Beziehung, wo er dir ab und zu auf den Fuß treten kann, ganz liebevoll. Ah, genau. Oder dich berühren kann. Im Heute und im Jetzt, nicht einfach am Sonntag, sondern auch im Alltag, dass du zur Ruhe kommen kannst und sagen, oh, danke, dass du mich liebst. Du bist so genial. Und was sagst du jetzt zu dieser Sache? Und Gedanken fließen plötzlich zu dir, die du vorher nicht hattest. Er hat Anrechte und uns, der Feind, durch Sünde, haben wir gesagt. Er hat auch Anrechte durch Lügen. Er hat Anrechte durch emotionale Verletzungen. Und wir werden noch auf ein weiteres eingehen, die Flüche. Und es gibt noch zwei weitere Bereiche, aber die lassen wir heute weg. Und wenn wir Jesus die Dinge bekennen, was wir nicht richtig gemacht haben, dann kann er die Dinge wegnehmen, wenn wir hingucken und nicht verleugnen. Und wir können ihn wirken lassen, dass er unser Herz anrührt und wirklich den Schmerz rausnimmt, der uns schon immer gequält hat oder in der Situation quält. Dass die Angst wirklich gehen muss. Das ist nicht ein Kraftakt, ich und Angst und geh im Namen Jesus. Das ist super, das ist ein erster Schritt. Aber bleibe bei Jesus, guck ihn an und empfange seine Kraft. Sünde kann auch sein Eifersucht. Auch in 4. Mose 5,14 lesen wir davon, dass das ein Geist ist. Oder der Geist der Angst, den wir in 2. Timotheus 1,7 lesen.
Wir kennen natürlich auch die der Stolz, ich weiß es am besten. Also das muss so gemacht werden, natürlich. Kritisieren, und aber auch Rebellion und Eigenwilligkeit, wie wir das bei Adam und Eva und uns selber gesehen haben schon. Lust, Bitterkeit, Unvergebenheit, alles sind klare Anzeichen, dass da Dämonen am Werk sind. Der Ausweg, haben wir gesagt, wir bekennen es. Und in Jakobus 5,16 steht auch, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Manchmal ist es wichtig, Jesus die Sachen zu bekennen und dass es doch jemand mithört. Einfach, dass es so ans Licht gerissen ist, und wenn es am Licht ist, dann kann der Feind nicht darin wirken. Lügen sind natürlich auch ein besonderes Werkzeug des Feindes. Satan heißt ja, dass er der Vater der Lüge ist. Vielleicht würden wir es eher menschliche, weltliche Wahrheit nennen. Ist doch auch nicht so schlecht. Ich meine, alle rundherum glauben das doch auch. Also wieso muss man da muss man sicher so radikal sein. Und die ganze Umwelt glaubt es, also muss es doch richtig sein. Aber wir dürfen nicht vergessen, und das wissen wir aus Epheser, die Welt ist in der Hand des Feindes. Jetzt haben wir noch einen Cartoon. Und du bist nutzlos, niemand mag dich, du wirst es nie schaffen, du wirst krank werden. Und wir haben dieses Schwert der Wahrheit, aber so oft gucken wir durch diese Brille. Und wir sagen dann eigentlich, hey Dämonen, kommt rein. Ihr dürft ein bisschen mit mir eine Pity-Party machen, eine Selbstmitleid-Party vielleicht oder eine Angst-Party. Und eigentlich könnten wir sagen, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube die Wahrheit und sage, hey, raus im Namen Jesus, mit dir stimme ich nicht überein. Aber diese Lügen, die kommen eigentlich vor allem auch in emotionalen Verletzungen in uns rein. Wenn Dinge passieren, die nicht hätten sein sollen, oder Dinge nicht geschehen, die wir gebraucht hätten, wir hätten Liebe gebraucht und Fürsorge, stattdessen haben wir vielleicht Missbrauch sogar erlebt, dann kreieren wir so eine falsche Weltsicht über uns selbst, über die anderen und über Gott. Und in diesen Verletzungen, wir denken vielleicht oder glauben mit Satan zusammen, hey, ist doch easy, das ist alles Schnee von gestern. Ah, Zeit heilt alle Wunden. Nein, das ist eine Lüge und die musst du angucken. Weil diese Dinge, die bleiben hier drin. Was schlimm ist für ein kleines Kind, sind schon die kleinsten Sachen extrem schlimm. Und sie werden einfach weit weggedrückt. Und wenn wir hingehen und unsere Brille ausziehen und sagen, gut, also ich bin bereit. Ich weiß, dass du bei mir bist, Jesus. Du darfst aufdecken, was da ist. Puh, so schlimm war es wirklich. Ja, ich will es nicht verleugnen. Ich gebe dir jetzt diesen Schmerz. Bitte heile mein Herz. Bitte nimm diesen Schmerz weg. Dann kann dieser kleine, abgespaltene Teil von uns im Heute ankommen. Und Jesus hat viel mehr Platz in unserem Herzen als vorher. In Lukas 4,18 heißt es von Jesus, dass er gesandt, das ist ein Vers, den wir auf Folie haben, ich bin gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden. Und so ist es. Wir können ihn an uns ranlassen. Den letzten Bereich möchte ich zeithalber etwas ganz kurz noch sagen. Wenn wir sündigen, hat das Folgen, das hat Konsequenzen, auch auf unsere Nachkommen. Es heißt im ersten Gebot, dass Gott die Sünden anhäuft, bis jemand hinsteht und sie bekennt. Wir erleben das immer wieder, ganz krass, im Dienst. Menschen kommen mit starken Belastungen und wir fragen einfach den Heiligen Geist. Und er deckt dann auf, und sehr oft haben die Leute wiederholend, also Folgen von diesen Sachen, von Unfällen, wiederholte Unfälle, schwere Krankheiten, frühzeitiger Tod, Schwierigkeiten finanziell, extrem starke Gebundenheiten, sexuell, Süchte oder übertriebene Ängste. Und was unten dran oft zum Vorschein kommt, von den Vorfahren mit dabei oder selbst ausgeführt, ist Mord, Betrug oder okkulte Handlungen. Und das heißt nicht, dass du jetzt Angst haben musst, oh wow und so, sondern es geht um das, um diese Beziehung. Und jetzt kommt Dan,
nach vorne und wird uns noch ein paar Fragen stellen. Wunderbar, was für ein interessanter Einstieg. Ich lade euch ein, wenn ihr jetzt Fragen habt, dürft ihr die echt auf Slido schreiben. Das haben schon einige geschrieben. Aber ich möchte mit der Frage starten. Wenn ich das Böse nicht spüre, ist dann einfach alles okay bei mir? Habe ich gar nichts? Also, weil, ja. Also ich glaube, auch wenn man es nicht spürt, heißt das nicht, dass da nichts da ist. Wir sehen es ja dann jeweils, und darum sind wir ja Coaches, wenn Leute zu uns kommen. Manchmal, wir haben eine lange Liste, mit, wo sie Kreuzchen machen, und dann sagen sie, ach, ist das, sind das alles Sünden? Wir, ja, wirklich? Ah, okay. Und dann merkt man, aha, wir haben manchmal einfach blinde Flecken und sehen nicht, was wirklich in uns abgeht. Was sagt ihr denn zu Christen, die jetzt bei allem irgendwie den Teufel dahinter sehen? Und dann gibt es eben gerade das Umgekehrte, solche, die sagen, ja, ich lebe am Sieg, Jesus Christus hat den Tod überwunden, die Sünde überwunden, es ist alles okay. Wie muss man das einordnen? Wo muss man da irgendwie eine gesunde Haltung gegenüber dem auch haben? Ich denke, wie ich gesagt habe, es ist, der Feind wirkt und er ist überall. Und wir können siegessicher sein, und das ist wichtig. Jesus hat den Sieg und wir haben es gezeigt, es geht um diesen Glauben, dass Jesus wirklich überwunden hat. Aber wenn wir einfach durchbrettern, merken wir sehr oft, wie Menschen überfahren werden, wo eigentlich das dann gar nicht so echt ist. Wenn man etwas an der Oberfläche kratzt, das ist vielleicht vorne durch, also was wir gesehen haben. Aber wir sollen an diesen Sieg glauben. Aber wenn wir merken, hey, da falle ich immer wieder in eine Falle rein, das fällt mir extrem schwer, damit umzugehen. Oder in dieser Drucksituation, da reagiere ich ganz komisch, dann ist es Zeit, hinzugucken. Ja, und dann, was der moderne Mensch macht, er geht zum Psychologen oder zum Psychiater, um diese Sachen anzuschauen. So interpretieren wir es doch, oder nicht? Verhaltensmustern ändern, Ängste, die jemand hat, da geht man doch zum Psychologen. Ist das mit den Dämonen und so, gibt's da, spielt Psychologie und Befreiungsdienst einander aus? Oder kann man sagen, alles, was die Bibel unter Dämonen betitelt, das kann man heute wie beim Psychologen lösen? Oder gibt es auch ein Miteinander als Christ, dass man sagt, nee, Psychologie braucht es trotzdem noch, oder müsste alles Befreiungsdienst sein? Was ist da ein gesunder Ansatz? Also ich glaube, sie spielen sich nicht aus. Ich denke, es fehlt noch ein bisschen die Zusammenarbeit. Aber ich denke, Psychologie ist sicher hilfreich, Dinge zu erkennen auch. Aber wir brauchen trotzdem Jesus. Um wirklich Befreiung geschieht, brauchen wir Jesus. Das können wir nicht einfach durch Psychologie wegdiskutieren. Ich möchte ergänzen, dass Psychologie, dass Jesus wirklich heilen kann. Er kann den Schmerz wirklich wegnehmen. Wir können Dinge wissen und verstehen, aber das heißt nicht, dass wir geheilt sind. Wir müssen das dann immer noch schleppen. Und wenn Jesus reinkommt und Dinge verändert, dann verändert sich es wirklich. Ich habe selbst viel psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Ich war 2 Jahre im Burnout und Depressionen auch und eine Persönlichkeitsstörung und so. Es ist heute klar, warum das war, weil an die Wurzel ist man nicht gekommen. Aber Jesus ist ein paar Jahre später an die Wurzel gekommen und jetzt kommt das Ding nie mehr. Wow. Was würdet ihr sagen, welche, ich sage jetzt auch in den Medien, wird vieles porträtiert, das Einfallstore sein können. Speziell, ich sage jetzt mal, Pornografie ist etwas, das sehr ein großes Thema ist in unserer Gesellschaft. Inwiefern laden wir da Dämonen ein? Also der Druck, der reinkommt, das Ding weiterzumachen, das ist dämonischen Ursprungs, das ist eine geistliche Sache. Und wenn wir die geistliche Sache nicht angucken, dann können wir kämpfen und kämpfen. Aber
Ich sage unseren Dienstempfängern immer wieder, es ist einfacher, wenn du merkst, du bist irgendwo reingetreten, zum Beispiel du bist eifersüchtig geworden, dann zu sagen, also ich bekenne dir diese Eifersucht, ich will die nicht mehr, ich sage mich davon los und jetzt raus im Namen von Jesus. Das bringt das gewisse Etwas, das Umkehren ist eines, aber diesen geistlichen Druck wieder raus zu katapultieren in der Autorität von Jesus, das bringt einfach noch ein Tick mehr Befreiung. Viele haben immer das Gefühl, ja, wenn die Kirche über Sünde redet, dann ist es immer sehr moralisierend. Und so die Motivation der Kirche muss doch sein, oder so kommt es rüber, dass wir einfach ein gutes Leben leben. Aber ich glaube, die Dimension, wenn Sünde Raum schafft für Dämonen, für Zerstörung, dann denke ich, ändert doch da auch die Gesinnung. Also, dann plötzlich, denke ich, können wir auch viel offener sein für auch Zurechtweisung und auch mal hinschauen und auch das mal bekennen und Buße tun. Erlebt ihr, dass Menschen wie das so abstempeln und sagen, ja, ihr Christen, ihr verfolgt eigene Ziele, es ist wie eine Manipulation in dem drin, oder wie können wir noch, können wir es besser noch einordnen? Ich denke, der Auftrag von Jesus ist ja eigentlich, dass wir durch die Liebe das Böse überwinden. Und indem, dass wir geduldig reagieren, dass wir dass das, was eigentlich unsere Gesellschaft auch zerstört, dieses Ich, dass wir füreinander gucken, das ist eigentlich Gottes Ordnung, dass wir uns unterordnen, unseren Autoritäten natürlich, außer sie verlangen jetzt wirklich etwas völlig Unmoralisches. Aber das ist eigentlich, ist das Christentum eine Lebensform, oder dass wir eine Autorität über uns akzeptieren, die noch höher ist, die noch moralisch hochstehender ist als etwas anderes. Moral ist sicher ein Teil, das gute Leben. Was ist das gute Leben? Ist das gute Leben, bedeutet jetzt Freiheit, dass ich tun und lassen kann, was ich will, egal was für Verluste die anderen haben. Oder ist es Freiheit, dass ich das Richtige tue und die anderen liebe, dass eigentlich Leben kommt statt Zerstörung? Wow. Ich habe da ganz viele Fragen schon zugesendet bekommen, auch über Dämonen. Hier ist eine Frage. Sind diese alles Dämonen? Jede böse Gedanke? Ist jede Sünde eine dämonische Leitung? Also wenn wir 1. Mose 4,17 angucken und was Jesus sagt, ja, eigentlich schon, so krass es klingt. Das heißt nicht, dass wir jetzt versessen werden müssen und immer Dämonen austreiben, sondern wir sollen Jesus nachfolgen und das Gute tun. Und wenn der Druck kommt oder wenn der Druck nicht nachlässt, dann müssen wir genau mal hingucken. Also was wir machen ist, wir binden die Dämonen, das haben wir die Autorität, wir binden hier auf Erden und es ist gebunden im Himmel und von dem machen wir Nutze auch in anderen Leuten, aber jeder muss sich selbst entscheiden, ob er seine Dämonen weiter behalten will oder ob er sie rauswirft. Könnt ihr noch ein bisschen mehr darauf eingehen, dieser Druck, den ihr da gesagt habt? Wie kann man das genau erkennen? Wie manifestiert sich das? Also vielleicht kann man es einfach sagen, ein Druck ist ja, wenn es um Sucht geht, zum Beispiel nur zum Kaffee, also die meisten mögen Kaffee, und wenn ihr keinen trinken könnt, dann ist so, ja, ich möchte jetzt so einen Kaffee. Also einfach so ein Druck zu haben nach irgendetwas. Und wenn es halt negativ ist, eben auch, wenn es jetzt um Pornografie geht oder solche Sachen, dann ist einfach, ja, da ist so ein Druck da, einfach, ja, ich muss jetzt da wieder gucken, ich muss mich da wieder, ja, daran ergötzen oder was auch immer. Das Ding ist ja, dass wir auch Zeit von unseren Lieben wegnehmen, wenn wir solchen Sachen nachgehen. Es ist ja nicht eine Freiheit, sondern wir sagen, ich habe lange geraucht zum Beispiel und ich habe mir gesagt, hey, das ist meine freie Entscheidung. Jeder hat einen freien Willen und das ist auch so. Gott lässt dich das machen. Du entscheidest. Der Feind kommt mit Druck rein und schiebt dich in seine Richtung, aber Gott möchte dich eigentlich befreien, aber wir müssen uns entscheiden, ich musste mich entscheiden. Und damals, als ich aufhören wollte, endlich, wollte zu unserer Hochzeit aufhören, aber der Druck war schon am nächsten Tag dermaßen krass, dass ich weiter rauchte, also durfte sie weiter Aschenbecher auslecken, Susanne, wenn sie mich geküsst hat. Und dann habe ich einfach begonnen, Jesus einzuladen und mitzunehmen.
Und ich konnte reduzieren auf schwächere Zigaretten. Und eines Morgens, nach 9 Monaten, sagte er so: Morgen ist der Tag. Du musst dich heute entscheiden, ob du nie mehr eine anrührst, weil sonst bist du wieder drin. Aber jedes Mal, wenn du die Verlangen hast, dann halte ich dir meine Hand hin. Und du schlägst ein, das habe ich im Geist gemacht, ich wusste noch nichts von Gottes Stimme hören damals. Aber jedes Mal, wenn ich diese Hand ergriff und mich entschieden habe für ihn, dann war das weg. War der Druck weg, ich muss jetzt rauchen. Aber er kam 1000 Mal am Tag, musste ich mich entscheiden. Und mit der Zeit wurde es weniger. Wow. Das ist vielleicht gerade eine Frage. Also manchmal hat man das Gefühl, so Befreiungsdienst, wenn man gebetet hat und jemand einem die Hände aufgelegt hat und jetzt ist alles anders. Wie geht ihr damit um? Ist es so eine plötzliche Änderung oder gibt es da dann wirklich so, dass die Bibel redet davon, dass wir unsere Gesinnung erneuern sollen? Inwiefern spielt das eine Rolle zusammen? Also Befreiungsdienst, also nach, wenn wir jetzt jemand gedient haben und wir fertig sind, dann ist eigentlich schon in dieser Woche passiert sehr viel, oder auch wenn man Einzeldienst macht, dann passiert schon sofort sehr viel, also Peng, wie du sagst. Aber nachher kommt dieses Festhalten der Heilung. Wir können die Heilung wieder verlieren, also weil wir uns ja eben entscheiden müssen, das Neue zu glauben und im Neuen zu gehen, was Gott uns jetzt gerade geschenkt hat. Und das kann eben Befreiung von vielen Dingen sein. Aber wir müssen uns, das ist eben die Gesinnung, erneuern. Also einfach das Neue, das braucht wirklich einen Moment Zeit. Man sagt 30 Tage, damit es eine neue Spurrinne im Hirn gibt, muss man das einüben, dieses Neue. Und wie Andreas auch gesagt hat, es ist immer diese Entscheidung. Ich musste auch, also einmal, ich hatte, oder mein größtes Ding war immer, ich habe mich dick gefühlt, weil man das über mir ausgesprochen hat als Kind. Und das war so tief in mir drin, ich konnte gar nichts tun. Und manchmal habe ich in den Spiegel geschaut und gesehen, du bist dick und hässlich und so. Und dann habe ich aber wieder mal in den Spiegel geschaut und dachte, ich sehe eigentlich gut aus. Also es war immer ziemlich komisch. Aber ich musste mich immer, wenn ich mich so schlecht fühlte, musste ich mich entscheiden. Es ist diese Entscheidung und dieses Festhalten auch daran, was Jesus über mich gesagt hat, dass dick eigentlich nur ein Adjektiv ist und gar nicht was Negatives ist. Es ist nur eine Beschreibung. Es ist eigentlich, er hat mich einfach so gemacht auch, ein Stück weit. Also es ist wirklich diese Entscheidung und dieses Festhalten an diesem Neuen. Wow. Darf ich noch ein bisschen weiter fragen? Das ist interessant. Dinge, die in der Kindheit passiert sind. Das war für mich so ein Augenöffner, auch als wir den Dienst bei euch in Anspruch nahmen. Das waren nicht Dinge, die mich traumatisiert haben, die ich erlebt habe. Aber das war trotzdem ein Ort, wo ich keine Freiheit mehr hatte. Und irgendwie denkt man, ja, das gehört zum Leben. Wie können wir noch stärker erkennen, dass gewisse Dinge wirklich eigentlich nicht gut sind? Oder wie können wir zu der Überzeugung kommen, nee, da muss Jesus etwas ändern? Also wenn aus einem kleinen Kind was passiert, gerade bis 6 Jahre oder auch bis 12, ist das rationelle Denken eines Kindes noch nicht ausgebildet. Also das heißt, wenn etwas passiert, wenn ein Kind böse ist zu einem oder auch Erwachsene, irgendwas sehr Negatives, böses Sagen, böses Tun, wenn man geschlagen wird, also auch in der Schule, wenn es abgeschlagen wird, dann ist das für das Kind sehr dramatisch, weil es kann gar nicht damit umgehen, wie, also rationell, was das jetzt bedeutet, weil es fühlt sich immer schlecht. Also immer wenn etwas Negatives passiert, auch wenn die Eltern streiten oder vielleicht Scheidung passiert und der Papa geht jetzt weg, dann hat das Kind immer das Gefühl, es ist, weil das Kind nicht gut ist oder weil etwas falsch ist, fühlt es sich immer als schuldig oder irgend, ja. Und dieses, weil es nicht damit umgehen kann, ist es dann so schlimm und ein Glaube entsteht dann, also ein negativer Glaube natürlich, eben über sich selbst und wie es ist, eben Menschen, die können mich immer missbrauchen, die können mich immer schlagen oder mit mir kann man das ja machen, weil es einfach, dass er so erlebt hat. Also man sieht es sehr oft, eben wie Susanne sagt, wenn wir solche Sachen glauben,
dann müssen wir irgendwie mit dem umgehen. Und entweder stoßen wir Leute von uns, sind voll aggro gegen sie, oder wir sind immer halt die, die immer irgendwie unter die Räder kommen. Und das zeigt eigentlich schon, das ist so etwas. Das andere ist eben, wenn wirklich Abspaltung geschehen ist, dann gibt es, wenn wir in Drucksituationen sehen wir wirklich, was in uns ist. Am Sonntag ist einfach Halleluja zu sagen, aber im Alltag oder wenn der Chef plötzlich kommt und dich von der Seite anbrettert, dann reagierst du auf irgendeine Art und Weise. Und wenn dann totale Hoffnungslosigkeit kommt oder voll übertriebener Ärger, du Arsch und weiß ich was, dann merken wir, irgendetwas ist da ungeheilt. Das passt nicht ganz von dem, was passiert ist, zusammen. Und das zeigt uns, da könnten wir mal vielleicht noch drunter gucken, da ist vielleicht irgendein kleiner Teil von mir noch in etwas gefangen. Also wenn ich euch so zuhöre, braucht ihr eigentlich jeder Befreiungsdienst. Ist es so? Ja, das ist so. Das glauben wir sicher. Also Befreiungsdienst. Wir sagen dem ja nicht einfach Befreiungsdienst, sondern es ist Heilung, es ist das Denken erneuern, ist einerseits die historische Seite von der Geschichte, die Druck auf uns ausübt, die kognitive von dem, was wir denken, die emotionale von dort, wo wir verletzt sind und dann die geistliche, auch noch Befreiung von diesem Sündendruck. Ja. Könnt ihr vielleicht noch etwas sagen, wie das denn aussieht, ein solcher Dienst? Also eben, jeder von uns hat als Kind Dinge erlebt, die nicht schön waren. Wie können wir, müssen Leute dann immer so zu Experten wie jetzt euch kommen? Oder können wir das auch in einer kleinen Gruppe einander dienen? Braucht es da eine so krasse Autoritätsperson, die voll geistlich drauf ist, um da Heilung? Also Jesus heilt ja, also es ist nicht der Mensch, aber was... Wie könnte das aussehen, ohne dass wir jetzt wie alle irgendwie zu RTF rennen, was ich zwar höchstens empfehlen kann? Gibt's Möglichkeiten, die wir als Kirche, wie wir einander dienen können? Ja, natürlich. Also ich meine, das ist erlernbar. Es ist auch, dort wo du mal warst, da kannst du jemanden hinführen. Und wir haben ein Basiskurs eigentlich, der kostenlos ist, da kann man uns schreiben und da kann man lernen und das kann man miteinander anwenden. Ich würde jetzt tiefe Heilung nicht in einem Kleingruppensetting unbedingt machen, weil das sehr, sehr persönlich wird, aber vielleicht einfach die Kleingruppenleiter mit ihren Leuten oder in Teams oder so, finde ich das eine ganz coole Sache. Und das andere, das kann man miteinander alles machen, es ist einfach erlernbar und die Salbung, die kommt ja vom Heiligen Geist, nicht von den Leuten, also. Und Jesus ist der Befreier, ist überall. Wieso machen wir es zu wenig? Weil ich kenne nicht viele Kirchen im westlichen Bereich, die sich an diese Thematik heranwagen. Also ich sage das jetzt auch als Gemeindeleiter, wir haben das echt vernachlässigt. Wie können wir da reinwachsen? Auf eine gesunde Art und Weise. Ich glaube, das Wichtigste ist für eine Gemeinde, dass der Gemeindeleiter vorausgeht. Weil wenn er der prägt. Also wo er ist, da kommen auch die Schäfchen hin. Und wenn er das erlebt hat, dann kann er einfach aus seinem Herzen das auch predigen und weitergeben. Und dann kommt das einfach auch in die Gemeinde rein. Weil er ist das Vorbild eigentlich für die Schäfchen auch. Ich denke, eine Angst ist, dass Nabelschau betrieben wird. Und es gibt so Seelsorgekirchen, das hat man in der Vergangenheit erlebt. Und dann musste jeder zum Oberguru Seelsorger oder man hat sich nur noch um sich selbst gedreht. Und das ist nicht das, was wir wollen. Unser Ziel ist, je befreiter wir sind, desto reiner ist der Fluss des Heiligen Geistes in und durch uns. Wir können sagen, was er sagt. Wir können seine Power fließt viel reiner und mehr Kraft kann freigesetzt werden. Und das soll das Ziel sein. Aber das Hingucken und Aufräumen, da braucht es einerseits Aufklärung, was eben wirklich Sache ist. Und das Ding ist ja, jeder von uns ist verletzt und jeder hat Angst, diese Sachen anzugucken, weil jetzt haben wir uns mal eingerichtet und wir wissen, wie das Ding etwa funktioniert. Und es ist super zu proklamieren, es ist super, Dinge freizusetzen, aber manchmal beginnt es zu wackeln oder du hast Leute einfach, auch jeder braucht Heilung, jeder muss irgendwo weiterkommen. Es sollte eine gute Balance geben, dass man, oh hey, komm, was meinst du, sollen wir da mal Jesus fragen, woher das kommt? Weil wir, wenn wir immer wieder einknicken,
das sollte angegangen werden. Und es reicht meist nicht einfach ein Gebet, ja, und ich setze jetzt Heilung frei über dir. Ja, wenn die Person nicht bereit ist, anzugucken, was denn wirklich geschehen ist, dann ist die Verleugnung im Gang. Und Verleugnung ist die treibende Kraft, dass es dort bleibt. Und wenn wir diesen Konflikt überwinden, dass es nicht so schlimm ist, das anzugucken, dann kann etwas freigesetzt werden. Ja, und du merkst es selbst, ich fühle mich viel freier, da kommt einfach mehr Saft raus. Ja. Hier ist eine Frage von Zuschauern: Wie soll ich damit umgehen, wenn ich mir sicher bin, dass eine Person im nahen Freundeskreis von bösen Mächten geplagt wird? Also, ich würde die Autorität von Jesus nehmen und beginnen, diese Mächte zu binden. Einfach ganz Jesus einfach bitten: Jesus, bitte, du siehst, wie so und so herumgerissen wird. Für dich, nicht vor ihr. Bitte, bitte binde diese Mächte. Bitte binde das Böse in ihr, dass sie dich erkennen kann, dass sie Freiheit sucht, dass sie dich findet. Und wir gehen nicht Dämonen austreiben aus irgendjemand. Wir gehen auch nicht Gebietsmächte einfach vertreiben. Sondern wir haben gesagt, der Feind hat Anrechte, gewisse Sachen zu machen, wie bei einer Marionette. Und diese Sachen müssen durchtrennt werden. Und gerade bei einer Person muss die Person selber entscheiden, was sie bereit ist loszulassen und was nicht. Aber wir können immer binden. Und wir können von unserer Erfahrung erzählen, wie Jesus uns freigesetzt hat. Wow. Eine weitere Frage war da noch, so Generationensünden. Das ist ja auch etwas, wo wir gar nichts dafür können. Was kann da alles, was sind so die Auswirkungen, die man sieht? Und was kann das alles sein? Also ein sehr krasses Beispiel, das wir hatten, ist eine Frau oder ein Ehepaar, die kam zu uns, weil sie Fehlgeburten hatte. Immer wieder. Und Fehlgeburten, Tod, da hat es einfach irgendwas im Hintergrund, was auch mit Tod zu tun hat. Manchmal ist vom Krieg her, wir haben vielen Deutschen auch gedient und da ging es immer wieder auch um Krieg leider und wo Mord geschehen ist. Es kann auch mal eine Abtreibung dahinter sein. All die Sünden, die Vorfahren gemacht haben, die lösen diese Flüche aus und die sehen wir dann im Leben, also in unserem Leben. Und manchmal eben denken wir, warum ist denn das da? Ich habe ja nichts gemacht. Aber einfach dadurch, was die Vorfahren eben auch gemacht haben, kommt das dann rein. Es scheint gemein zu sein, aber Gott sieht uns in Familienlinien. Und er möchte alles reinigen und darum möchte er, dass es ans Licht kommt, dass wir das bekennen, dass wir nicht weggucken. Sehr viele haben Angst, irgendwas Schlechtes über ihre Eltern zu sagen, das wollen wir auch nicht propagieren, hey, du musst jetzt deine Eltern denunzieren, sondern es geht darum, Sünde als Sünde anzugucken, zu vergeben, loszulassen und dann kann was Neues fließen. Wow. Ich habe noch eine provokative Frage hier drauf. Die Stelle in Jakobus, die du am Anfang in dem Input erwähnt hast, impliziert, dass jede Krankheit den Ursprung in Sünde hat. Das tönt für mich ziemlich generalistisch und kann ich so nicht glauben. Ja, das verstehe ich auch gut. Das wollte ich auch nicht so sagen. Ich habe noch eine Anmerkung dazu gemacht, an einer anderen Stelle. Ich denke, wenn eine Krankheit da ist oder eben etwas, was einfach schief läuft im Leben, dann ist es ein Prozess, den wir mit Jesus gehen können. Es ist eine Einladung, mit ihm Schritte zu gehen. Wenn wir Jesus von uns stoßen und sagen, er hat das zugelassen, er ist schlecht, dann haben wir eine interessante Weltsicht, weil die Menschen haben sich für das Böse entschieden. Und Krankheit, sogar im 2. Thessalonicher heißt es, für die, die das Abendmahl unwürdig genommen haben, darum, sagte Paulus, sind einige krank, sind viele krank und einige schon entschlafen. Also was wir tun, hat Auswirkungen, ob wir wollen oder nicht. Wenn Gott nicht Konsequenzen aussetzen würde für schlechtes Verhalten, dann wäre die Welt noch mehr im Bösen versunken, als sie jetzt schon ist. Und ich gehe nie hin und sage, hey, wenn eine Krankheit ist, was ist denn die Sünde? Sondern ich frage Jesus, was ist da? Müssen wir was wissen oder können wir da einfach Hand auflegen und sagen, hey, nimm diese Heilung von Jesus an. Danke, Jesus, dass du dich verherrlichst. Und wenn es nicht ist, dann können wir ja mal
näher angucken, dann können wir die Dämonen vielleicht rauswerfen, oder? Ich habe da noch eine Anmerkung. Ich war selber krank. Vor 5 Jahren hatte ich Morbus Basedow. Das ist eine Überfunktion der Schilddrüse mit Autoimmunanteil. Das bedeutet, das geht nicht einfach so weg. Also eben, ich kann schon, ich musste Tabletten nehmen. Aber sie wussten, also das weiß man eigentlich nicht, ob es weggeht oder so. Jedenfalls war ich am Anfang, ich wollte keine Tablette nehmen. Also es war für mich echt schlimm, weil die ziemlich schon heavy waren ein Stück weit. Und ich bin dann immer wieder zu Jesus gegangen und habe auch gesagt, was ist denn da, kannst du mich jetzt nicht einfach heilen? Und außerdem, eben, ich bin schon einen langen Prozess der Heilung durchgegangen in meinem Leben. Und er hat mir dann gesagt, weißt du, ich könnte schon jetzt Schnipp machen und es dir einfach wegnehmen, aber ich möchte mit dir einen Prozess gehen. Und ich möchte, dass du was lernst, damit du mit anderen, die auch in eine Krankheit tragen, dass du auch mitfühlen kannst mit diesen. Das klingt ziemlich krass, aber es war sehr wichtig, auch für mich, diesen Prozess zu gehen. Und eben, wie Andreas auch gesagt hat, wir haben einfach auch Jesus gefragt, okay, was ist denn da in meinem Leben, dass diese Krankheit überhaupt wirklich jetzt kommen kann? Also ich wollte es einfach wissen. Aber ich hatte den Glauben, dass Gott mich heilt. Und ich musste einfach gewisse Schritte gehen. Das erste war einfach mal runterkommen, weil ich war ein totaler Workaholic. Wir haben nur geschuftet die ersten Jahre und einfach über unsere Grenzen. Und ich war sowieso immer, also einfach schon geprägt so. Das war sicher das eine, kommen, runterzukommen, weil ich konnte nichts mehr tun. Mein Körper hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich hatte null Kraft mehr. Und das geht nicht einfach auf, wenn ich jetzt schnipp wieder geheilt wäre, dann wäre ich immer noch in diesem Alten drin gewesen. Aber ich musste runterkommen und einfach auch merken, hey, da ist noch ein Mann da, der was tun kann. Und ich muss nicht alles tun. Und dann ging es auch um andere Sachen, die Gott mir aufgezeigt hat. Da war sehr viel Selbstablehnung. Das hat auch mit dieser Sache mit eben dick zu tun zum Beispiel. Aber weil es ja autoimmun ist, ist ja gegen mich gerichtet. Also die Krankheit ist gegen den Körper zu zerstören gerichtet. Und dadurch, also diese Selbstablehnung habe ich an so vielen Orten in meinem Leben, also als Kind oder einfach im ganzen Leben gesehen, ich war extrem erschrocken. Aber wir haben das angeguckt, Jesus hat da sehr viel Heilung gegeben und nach 3 Jahren, ich musste dann auch noch, er hat mir noch andere Sachen gezeigt, dass ich auch nur mit Gluten Intoleranz habe, also einfach vor allem auf Weizen reagiere stark und einfach mit Gluten aufpassen muss, weil diese beiden Krankheiten sich gegenseitig begünstigen. Und als ich die Gluten auch noch weggelassen habe, dann ist es steil aufwärts gegangen. Und nach 3 Jahren war ich dann gesund. Also ich meine, als es raufwärts ging, ging es mir eigentlich schon wieder gut. Was mich berührt hat, als wir den Sommer mit euch verbracht haben, ist, wie ihr so ganz simpel. Also wirklich, ich habe manchmal gedacht, so einfach kann das ja nicht sein. Ihr habt einfach gesagt, komm, jetzt fragen wir mal Jesus. Und ich habe da nicht groß Ratschläge gegeben, wie das genau passiert. Das hat mich echt auch erstaunt. Sondern wir haben Jesus gefragt. Und ich war erstaunt, wie klar Jesus spricht. Und das ist so eine der Fragen natürlich jetzt. Wie treibt man denn Dämonen aus? Wie wird man denn heil? Wie wird man frei? Und ich glaube, es hat schon etwas damit zu tun, dass wir eine Offenbarung kriegen von Jesus. Wir können... Also das Ziel muss von dieser Serie ja nicht sein, dass ihr jetzt euch fragt, und was ist falsch mit mir und was kann ich besser machen und so, sondern es war so einfach und es war eben instant. Auch die Heilung, die ich erlebt habe, die Juana erlebt hat, einfach weil Jesus so klar gesprochen hat. Könnt ihr uns einfach noch ein bisschen anleiten, wie wir jetzt eigentlich in eine Freiheit hineinkommen, wie Befreiungsdienst aussehen könnte, wie wir Dämonen erlos werden. Ja. Die Schwierigkeit ist immer, wenn du uns von Befreiung von Dämonen sprichst, dann sehen wir immer das Ganze. Wir denken immer, wir cutten mal den Faden, wir cutten den Faden, wir cutten den Faden und dann am Schluss sagen wir, hey, tschüss, raus jetzt im Namen Jesus. Und das Wichtige ist
eben einerseits, wenn uns etwas bedrängt, wir können mal versuchen, das rauszuwerfen. Wir sagen einfach, hey, ich sage mich los von dieser Sache. Ich bekenne dir, dass das Sünde ist, das war nicht gut. Ich will das nicht in meinem Leben, Jesus. Und jetzt in deiner Autorität gebiete ich diesem Ding, mich zu verlassen. Raus im Namen Jesus. Einfach mal so. Und wir merken, was vielleicht dann abgeht. Und wenn es gut ist nachher, dann bitte den Heiligen Geist, einfach reinzukommen und das zu erfüllen. So machen wir Befreiungsdienst. Und wenn es hängt, dann beginnen wir persönlich, wir reden nicht mit Dämonen, weil sie sind Lügner. Wir bedrohen sie auch nicht. Wir machen nicht Power Deliverance. Wenn es klemmt, dann fragen wir den Heiligen Geist. Jesus oder Heiliger Geist, was klemmt hier? Was sind noch für Anrechte? Vielleicht sagt der Dämon auch etwas. Die Personen haben dann Gedanken in ihren einfach. Aber dann wenden wir uns wieder Jesus zu. Hey, was ist da noch? Und räumen das auf, bekennen es. Das ist Sünde, war nicht gut oder er zeigt eine Verletzung, da ist was reingekommen, komm und heile mich bitte. Wir gucken es an, wir geben den Schmerz, so kommt Freiheit. Ich habe euren Dienst absolut unspektakulär erlebt, mit absolut spektakulären Ergebnissen. Und ihr habt jetzt auch noch ein Gebet vorbereitet, einen Abschluss eigentlich diese Zeit. Ich fände es toll, wenn ihr uns durchführen könnt. Es ist eigentlich wirklich ein absolut unspektakuläres Gebet. Und ich habe nichts Krasses gespürt, dass jetzt da irgendwie, wow, jetzt voll der Heilige Geist reingekommen und voll die Dämonen ausgetrieben worden. Aber ich habe Freiheit erlebt und ich habe einen unglaublichen Frieden erlebt wieder und ich bin nicht derselbe. Und das hat mir auch die Tür geöffnet, irgendwie wieder neu über das Thema zu reden. Weil eben viele Leute ist es schon mal, oh ja nicht, aber ich denke, es dürfte normal werden bei uns in der Gemeinde, es dürfte normal werden in unseren Familien, es gehört auch in die Familien hinein, man dürfte auch mal sowas an Weihnachten machen, so ein solches unspektakuläres Gebet am Familientisch sprechen, weil viele Familien sind zerstritten, viele Familien haben Probleme und da ist etwas Ungutes drin. Darf ich euch bitten, noch so diese Zeit abzuschließen und euch zu Hause bitte ich wirklich das Herz zu öffnen und etwas zu empfangen, was der Heilige Geist jetzt noch tun wird. Okay. Vielen Dank für eure ehrlichen Antworten. Go for okay. It. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wie du dich fühlst jetzt nach all dem, was du gehört hast. Vielleicht ist alles etwas mulmig oder du denkst, ich müsste vielleicht meine Ansichten etwas ändern über diese ganze Sache mit dem Bösen. Und was wir zusammengestellt haben, ist ein Gebet, das durch die vier Bereiche geht. Wir wollen Sünden bekennen, wir wollen uns trennen von den Folgen davon, das sagen wir ganz unspektakulär. Und dann möchten wir einfach diesen Druck dieser Mächte rauswerfen. Wir nennen sie jetzt nicht bei ihrem Namen, den sie vielleicht haben, einen hebräischen oder was auch immer, sondern wir sagen, nennen sie einfach bei ihrer Funktion. Und das funktioniert bei 99,999% ganz gut. Und dann möchten wir eigentlich, dass du dem Heiligen Geist einfach Raum gibst, dann am Schluss die Augen schließt und dass Jesus einfach in dir wirken kann, dass du ihm begegnest. Wir haben jetzt ein Gebet, ja genau, da ist schon die erste Folie drauf, das sind etwa 4 oder 5 Folien, durch die wir durchgehen wollen. Und ich bitte dich, wenn du möchtest, darfst du mitbeten. Du darfst auch einfach mitbeten und sagen, also ich gucke es mir mal an, während ich bete und sage dann noch, ob ich dem zustimme oder nicht. Das ist auch okay, also du musst nichts mitmachen hier. Aber du darfst, du bist herzlich eingeladen. Und wir beten gleich miteinander, der Zeit halber. Also hier geht es zuerst mal um die Schuld zu bekennen und gleich die Dämonen dann rauszupfeffern. In der Autorität von Jesus, nicht in unserer eigenen Kraft. Wir beten zusammen und betet doch alle hier auch mit, dass ich weiß so vom Tempo. Himmlischer Vater, danke, dass Jesus für mich am Kreuz alle Schuld getragen hat. Ich bekenne dir, dass ich mit meiner nicht göttlichen Ansicht über Dämonen Schuld auf mich geladen habe. Ich bekenne dir geistlichen Stolz, Angst vor Dämonen, Ignorieren von Wahrheit und Kooperation mit dem Feind. Ich sage mich los von diesen Sünden und ihren Folgen und vergebe allen, die mich zum Sündigen beeinflusst haben und mich falsch
oder nicht genügend gelehrt haben. Danke für deine Vergebung und dass du die Folgen beendest. Ich sage mich los von allen Dämonen, die damit zusammengearbeitet haben, und gebiete ihnen, mich jetzt zu verlassen in der Autorität von Jesus Christus. Geistlicher Stolz, geh jetzt. Angst vor Dämonen, geh jetzt. Ignorieren von Wahrheit, geh jetzt. Kooperation mit dem Feind, raus in der Autorität von Jesus. Ich bekenne auch, dass ich die Lüge geglaubt habe, dass weil ich Christ bin, ich automatisch nicht mehr von Dämonen beeinflusst werden kann. Ich sage mich von dieser Lüge los und breche jede Übereinstimmung mit dem Feind. Ich anerkenne, dass ich Heilung und Befreiung brauche, um deinen Willen immer besser zu erkennen und diese Schritte ein Prozess sind, um dir immer ähnlicher zu werden und näher zu kommen. Bitte begegne mir jetzt, Jesus, dort, wo ich bin. Und ich bitte dich, dass du deine Augen vielleicht schließt, wenn du kannst, wenn das gut ist für dich, und sonst lässt du sie offen. Versuch dich nicht ablenken zu lassen, sondern halte deine Augen auf Jesus gerichtet. Er ist bei dir, wie Susanne die ganze Zeit bei mir gestanden ist. Er guckt dich an. Und vielleicht rührt er etwas an in deinem Leben jetzt, wo Angst reingekommen ist, wo eine Verletzung passiert ist. Oder er möchte dir einfach sagen, wie sehr er dich liebt. Lass ihn einfach wirken. Ich werde jetzt still sein, dass du einfach wahrnehmen kannst, was er in deinem Herzen tut, was er dort spricht. Nicht in deine Ohren, sondern eher in dein Herz oder in deinen Kopf hinein. Gedanken, ein Wissen. Geh dem nach, was du wahrnimmst, rationalisiere nicht, sondern nimm es einfach wahr und geh mal mit dem Flow, mit dem Fluss, der jetzt kommt. Ich habe so den Eindruck, dass es Menschen gibt, die auch wie wütend sind auf Gott, gerade in dem Moment. Das ist kein Problem für ihn. Du darfst es einfach Jesus sagen, was dir Mühe macht. Und dann kannst du auch einfach zuhören, was er dir dazu sagt. Ich habe auch den Eindruck, dass jemand wie am Zittern ist. Und zwar, es ist eine riesige Angst da. Totale Angst, Zittern, Unsicherheit. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus sagt, komm einfach zu mir, lauf in meine Arme. Bei mir ist Sicherheit. Ich nehme alles gerne ab von dir. Du brauchst es nicht zu tragen. Ja, gib ihm einfach deinen Schmerz. Er möchte ihn tragen, er ist dafür gestorben. Und lad ihn ein, dein Herz zu heilen. Das sind die Schritte. Wir gucken, was ist. Wir sagen ihm, wie wir uns fühlen. Wir geben ihm den Schmerz. Und dann bitten wir ihn, das Herz zu heilen. Und wenn es immer noch weh tut, wenn wir wieder an den Anfang der Situation gehen, dann geben wir ihm noch mehr Schmerz, noch mehr Sachen. Vielleicht kommt die Wut erst nachher oder so. Und
Du darfst das gerne dann noch weitermachen. Später, diese Schritte sind ganz einfach. Und ich bete jetzt noch für uns. Jesus, danke, dass du am Kreuz nicht nur die Schuld getragen hast, sondern jede Krankheit und jede Verletzung, auch emotionale Verletzung. Und ich bitte dich einfach, dass du, das klingt jetzt religiös, dein Salbungsöl ausgießt, dass du einfach dorthin reichst, dorthin kommst, wo wir noch Schmerzen haben. Dass jeder Teil unseres Herzens die frohe Botschaft hören darf, dass du gekommen bist, die Gefangenen zu befreien und die gebrochenen Herzen zu heilen. Dass wir beginnen können, dir zu vertrauen und dass du uns bereit machst, die Dinge anzugehen, die du schon lange mit uns angehen möchtest, aber wir noch nicht bereit waren. Danke, dass du uns leitest und die Zeit freiräumst und die Möglichkeiten schaffst. Danke, dass du den Feind, den wir rausgeworfen haben, bleibend verbannst dorthin, wo du ihm sagst, und dass gar nichts, irgendein Rückangriff stattfinden kann. Du bist der Herr. Du bist über allen Mächten. Danke, dass du für uns den Preis bezahlt hast. Amen. Dan. Wow. Vielen herzlichen Dank, dass ihr sie heute geteilt habt. Ihr dürft ihnen noch einen Applaus geben hier im Saal und auch zu Hause. Vielen Dank. Ich glaube, heute wurde Geschichte geschrieben. Es wurde etwas in Gang gebracht. Wir werden in eine neue Freiheit kommen. Und wir sind uns bewusst, mit dieser Serie werden wir ein paar Dinge aufscheuchen, die wirklich auch weiterhin Gespräch brauchen. Und es ist so, für uns so wichtig, dass ihr in Gemeinschaft seid und nicht einfach zu Hause alleine den Livestream schaut. Und wenn ihr jetzt live dabei seid, in Echtzeit, dann habt ihr die Möglichkeit, gleich im Anschluss Teil einer Zoom-Gruppe zu sein. Ich habe noch hier, habt ihr die Möglichkeit, ihr könnt auch auf unsere Webseite gehen, equipes.ch/Zoom, und da habt ihr die Möglichkeit, euch noch irgendwo einzuklinken. Und sonst macht es doch in einer bestehenden kleinen Gruppe. Wenn du diese Predigt schaust, jetzt nicht in Echtzeit, sondern im Nachhinein on demand, und etwas in dir aufgewühlt wurde, dann bitte ich dich, komm doch mit uns in Verbindung. Du kannst dich melden über equipes.ch/connect, dass du wirklich dass mit uns in Verbindung kommst und wirklich, dass wir dir auch helfen können, dienen können und dich eingliedern können in eine Gruppe. Das wäre uns extrem wichtig, dass du da nicht alleine bist. Ich freue mich auf diese Serie, die wird überhaupt nicht oberflächlich sein, sondern da wird es tiefgründig werden. Nächste Woche haben wir einen speziellen Gast wieder da, auch im ähnlichen Stil. Er wird einen kurzen Input machen. Wir werden ein Interview haben mit ihm. Er heißt Angelo Nero. Er ist ein Ex-Satanist und hat eine unglaubliche Geschichte. Also er war wirklich auf der Seite des Bösen. Er hat andere Menschen verflucht. Er hat gesehen, wie andere Menschen wirklich bergab gingen, weil er das Böse ausgeübt hat im Geistlichen. Und Gott ist ihm begegnet. Jesus hat ihn befreit. Und heute ist er wirklich mit Jesus unterwegs. Und es wird absolut spannend nächsten Sonntag. Und in zwei Wochen haben wir einen weiteren Gast hier. Das ist Zoe B. Sie war ganz tief in Esoterik drin und wird ein unglaubliches Zeugnis haben, auch wie stark Jesus ist und wie wir in Freiheit leben können. Und ich freue mich auf diese Serie und glaube echt, dass Jesus etwas ganz Besonderes tun wird, während wir zu Hause in der Stube sind, die meisten von uns. Aber lass es wirken, lass Jesus rein, ganz tief. Ich glaube, wenn wir momentan eingeschränkt sind, dann sind auch ganz viele Ablenkungen im Leben mal auf die Seite geräumt. Und das ist so eine Chance in dieser Zeit, echt mal uns nicht durch Konsum und Freunde, die wir jetzt treffen, und Ferien und all die Sachen, die uns immer ablenken, zu beschäftigen, sondern mal tiefer zu gehen und zu glauben, dass in dieser Zeit auch ein Reset passieren darf. Ich glaube, ich bin am Schluss. Fast am Schluss, ich möchte euch noch unsere Kollekte ans Herz legen. Wir sammeln momentan nochmals für Church
at Home, für unsere Livestream-Investition, die wir gemacht haben. Und ihr habt die Möglichkeit, über equipus.ca/spenden per Twint, per Kreditkarte, aber auch oldschool per Bankkonto etwas zu überweisen. Es ist für uns auch ein Opfer, ganz bewusst, wir nennen es Visionsopfer, dass wir auf etwas, das uns sonst wichtig wäre, verzichten und damit investieren. Wir haben so viele tolle Geschichten von Menschen, die durch den Livestream Gott erlebt haben oder Gott am Erleben sind, die sich nicht in die Kirche wagen. Und deshalb haben wir mächtig aufgerüstet und glauben, dass es Teil unserer Mission ist als Kirche, dass wir Menschen zu Menschen nach Hause gehen und ihnen die bestmögliche Erfahrung geben, wie sie einen Gottesdienst, wie sie das Wort Gottes und die Gegenwart Gottes nach Hause bringen. Danke vielmals für euer Mitmachen. So, nun möchte ich euch bitten, auch zu Hause, steht doch noch auf für den Schlusssegen. Legt doch eure Hand aufs Herz und glaubt, dass ihr in eine Woche hineingehen werdet, wo Jesus real wird. Ich spreche euch zu, dass die Gegenwart Gottes mit euch zu Hause im Homeoffice ist, an der Arbeit, in der Familie, dass etwas von seiner heilenden Gegenwart in euch Friede schafft, dass ihr mit Zuversicht in diese Zeit vorwärts gehen dürft und wissen, dass Gott einen Plan hat, dass ihr geborgen seid bei ihm, dass ihr unter seinem Schutz seid und unter seiner Gunst. Ihr werdet diese Woche seine Stimme hören und ihr werdet auch ein Segen sein für eure Familien, für eure Umwelt. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.